Hey, was geht ab, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Der ein oder andere wird sich bestimmt schon gefragt haben, ob ich kein Video mehr machen werde. Kurz und knapp erklärt, ich hatte in letzter Zeit nicht mehr wirklich die Möglichkeit, Videos zu drehen. Ich war beruflich sehr stark eingespannt und deshalb hatte ich leider keine Zeit mehr. Das ist jetzt allerdings vorbei. Ab sofort gibt es wieder Videos von mir. So wie das heutige. Heute geht es um das Quadrat berechnen. Viel Spaß beim Zuschauen. Noch einmal herzlich willkommen von meiner Seite aus. Wie vorhin schon erwähnt, haben wir heute das Thema Quadrat. Ich werde in der nächsten Zeit mehrere Videos machen mit geometrischen Formen, also quasi technische Mathematik. Und wir werden einfach beginnen und es wird dann immer schwerer werden. Ich werde die Videos alle ungefähr in der gleichen Art aufbauen. Ich werde erstmal eine Definition nehmen, dann werde ich ein bisschen was zu der Figur an sich sagen, dann Formeln und ein, zwei Rechenbeispiele dazu dann nehmen. Okay, dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Also Quadrat, was ist denn ein Quadrat? Definition eines Quadrates ist, dass es eine geometrische Figur aus der Familie der Vierecke ist mit vier gleich langen Seiten. Die gegenüberliegenden Seiten, die liegen parallel zueinander und alle Winkel haben 90 Grad. So, dann haben wir hier ein solches Quadrat, habe ich mal gezeichnet. Hier sehen wir das, wie die Definition ist. Wir haben hier die Länge und wir haben hier das Eckmaß. Okay, gut. Dann haben wir hier zwei Formeln zum Quadrat. Das wäre einmal die Fläche. Und für die Fläche, da ist es a, also a für Fläche, ist gleich Länge zum Quadrat. Und das Eckmaß, das ist e, ist gleich Quadratwurzel 2 mal L. Also ich mache das L hier als Schreibschrift L, weil wenn ich ein kleines L als Druckbuchstabe hinschreiben würde, dann würde das kaum wahrscheinlich jemand erkennen. So, jetzt haben wir schon die beiden Formeln und dann kommen wir auch schon zu einem Rechenbeispiel. Ich nehme hier dazu diesen Taschenrechner. Und wir haben hier in dem Beispiel drin stehen ein L, also Länge, dieses hier von 24 mm. Und gesucht ist die Fläche und das Eckmaß oder Eckenmaß, also quasi von hier nach hier. Gut, dann fangen wir an mit der Fläche. Das ist A ist gleich L zum Quadrat. In unserem Fall ist das 24 Millimeter. Das setze ich in Klammer zum Quadrat. Ist gleich. Und ich gebe das bei dem Taschenrechner ein. 24 zum Quadrat ist gleich 576 Quadratmillimeter. Gut, das erste haben wir schon. Jetzt kommt noch das Eckenmaß. Beim Eckenmaß war ja die Formel. Haben wir ja hier oben. E ist gleich die Quadratwurzel von 2 mal L. Dann können wir das aufschreiben. Quadratwurzel 2 mal 24 Millimeter. Ne? War ja hier die 24 Millimeter. Und dann können wir das auch wieder wunderbar hier in den Taschenrechner eingeben. Quadratwurzel
2 mal 24 ist gleich 6,93 Millimeter. Millimeter. So, und damit wäre die Aufgabe schon gelöst. Und somit wäre das Video auch fertig. Dann bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Über einen Like und über ein Abo würde ich mich sehr freuen und bis zum nächsten Mal.